Neues Schmuckstück. Ein Orgel. Der René muss jetzt mal verklären. Unser Dixie. Ja. Herzlich willkommen bei Homebuild Solution. Hier ist eine neue Baustelle von uns. Da hatten wir schon mal voriges Jahr ein bisschen was angefangen. Das heißt Baustraße und ein paar Wurzelstöcke alles weggenommen. Und die brauchen noch ein bisschen mehr Platz. Das heißt, ich habe schon mal vorgearbeitet. Noch ein bisschen Grünzeug weg, Betonkleckse weg. Jetzt ist so. Jetzt müssen die ganzen Dreckhaufen, die kleinen, müssen weg. Hier müssen wir noch ein bisschen Wurzelstock rausholen. So. Und wir haben es wieder erwartet. Natürlich. Wer ist es wohl? Seht ihr's? Der liebe Daniel. Jalla, was geht? Das ist unser neues Schmuckstück der Firma. Den haben wir uns jetzt geholt, weil wir so viele Baustellen haben, wo wir immer mal packern müssen. Und da und dort und hier. Und den können wir auch selber transportieren. Das ist ein TB 225 Kettenbagger. Wir haben eine Schnellwechseleinrichtung. Das ist eine ganz tolle Sache. Rast nur klick, klack, draußen, wieder dran. Musst du eigentlich dann noch gleich demonstrieren? Das können wir demonstrieren. Dann zeigen wir. Erklären Sie mal. Präsentieren Sie doch mal Ihr Fahrzeug. Gucken mal, weil mit dem anderen, da musstest du hier unten, da war so eine Schraube, und da musstest du das locker drehen. Und da sind die Bolzen, die zwei, die hier sind, der und der. Die zwei Stück, die hast du da zurückgedreht. Und jetzt kann ich da Knöpfchen drücken und da gehen die Bolzen weg. Dann bleibt die hier liegen, hänge das aus, hänge ich dort ein und dann, wenn ich den Knopf wieder loslasse, gehen die Bolzen wieder raus. Einmal frei. Tolle Sache. Ein Haken. Mit R. Haken haben wir auch. Was sollen wir noch sagen? Was wolltest du noch sagen, wo bevor es geklingelt hat? Fällt mir bestimmt wieder ein. Was wir noch machen werden, ist ja komische Werbung hier ab. Weiß nicht, was das ist. Da muss was anderes hin. So, das hier, da. Als hätte man das von denen gekauft. Ja, komisch. Wer kauft denn da schon oder leiht da schon was aus? Für Bunker oder so vielleicht. Aber mehr auch nicht. 2400 Kilo hat er. Also, ein bisschen schwer. Jetzt hat er vielleicht 2,5, wenn er ein bisschen Dreck dran hängt. Und ich, da sind wir bei 3. Und hier, guck mal, der Knopf, da. Und der Knopf hier, der. Da können wir den Löffel abmachen. Warum musst du den Löffel drücken? Ach so, das ist ein 2-Punkt-System, dass wenn du jetzt hier dran kommen würdest oder hier dran kommen würdest, dass der Löffel nicht beim Arbeiten weg ist, sondern dass du das drücken musst und halten musst. Sobald du loslässt, ist das wieder hier draußen. Das heißt, muss ich hier weg? Ja, dann das aber nicht, du kannst stehen bleiben. Mir passiert nicht. Stopp. Ich finde den jetzt trotzdem, also ich meine, wir hatten ja schon viele Bagger und du hattest schon kleine und der ist wirklich leise. Finde ich auch. Und? Nice! Nee, bleib ruhig. Hier bleiben. So, machen wir das so. Aber jetzt hängen wir den immer schräg. Wir machen das nicht so, weil dann wird der gleich rausfallen. Wir müssen den so hängen, dass der hängen bleibt. Weil ihr werdet gleich vorne sehen, da vorne ist noch so ein Sicherheitsbügel, der so ein bisschen mehr glänzt. Neben den zwei anderen Haken. Der geht auch mit zurück. Du redest von denen in der Mitte, ne? Ja, genau. So, wir drücken mal. Jetzt piept's. Und jetzt können wir hier, sag ich mal so, ablegen. Und wenn ich jetzt loslassen würde, aus irgendeinem Grund, wird es schon wieder zurückgehen. Und jetzt sieht man, was macht. Guckt mal vorne, da sehen wir, dass auch die Bolzen reingehen. Da haben wir keine. Seht ihr? Es ist zwar vorne jetzt drinnen, aber hinten ist es noch nicht richtig.
war bestimmt irgendwelcher Dreck dazwischen. Die Soße, einwandfrei. Aber trotzdem noch mal vergewissern, dass so frisch drin ist alles. Und da ist gut. Nicht, dass es dann noch ausfällt. So. Das ist Schnellwechsel eingestellt. Der Vorteil ist bei dem hier, wir haben die Kippeinrichtung, wie das heißt, Messschlüssel. Wir haben es auf jeden Fall genommen. Ist total geil. Du hast nicht mehr die Schläuche im Weg, weil das jetzt da oben drin ist. Und mit dem normalen System kann man die Schaufel maximal so machen. Und auf der anderen Seite halt so. So. Aber wir können so machen. Und in die andere Richtung? Geht das auch. Ah, Magic. So, seht ihr? Wenn wir jetzt mal irgendwo was wegen irgendwelchen Gründen so wegziehen müssen oder so, haben wir viel mehr Spielraum. Der Vorteil ist, wir können mit dem System, können wir die Löffel verkehrt rum anhängen und dann können wir in die Richtung schaufeln. Der René muss jetzt mal für kleine Jungs. Ich zeige euch mal unser tolles Dixie, was wir hier haben. Bitte Vorsicht, nicht ausrutschen hier. Klack. Vielleicht könnt ihr es schon erahnen. Nee. Aber wir haben hier ein ganz tolles Klo. Unser Dixie. Mit Ausguck. Und für Kinder haben wir auch gesorgt. Wenn ihr einen kleinen Blick reinwerfen wollt. Nee, lieber nicht mit YouTube. Aber. Und die festen Bestandteile können wir dann hier rein tun. Mit Ausblick. Das ist halt Erde zum Zuschaufeln oder was? Und wohin fällt das? Das ist ein Plumpsklo. Das fällt einfach nur rein, damit darf es ja nicht versickern. Aber das ist unser tolles Dixie. Ist auch sehr stabil gebaut alles. Macht Spaß. Habt ihr das auch mal gesehen? Was mich interessiert, ist hier. Hier ist ein Bluetooth-Knopf drauf, auf dem Radio. Na klar geht das. Freisprecheinrichtung im Radio und Musik. Das probieren wir. Was könnte es denn sein? 6AC? Ich denke, da müsste irgendwas mit Takeuchi stehen, oder? Car, Radio. Mode. Gehen wir auf Mode bei deinem Bagger? Ja, USB. Bluetooth. Mach BT. Machen wir was. Ich mach Musik. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt probieren wir noch Anruf. Ja. Call steht drauf. Kannst du das hier irgendwo annehmen? Geht das irgendwo? Naja. Ja? Hallo? Hallo? Warte mal. Das ist natürlich sehr clever. So, jetzt geht mal. Gar nicht. Nö. Hallo, 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 hallo. Hallo? Ich höre dich nicht. Ist halt doof, weil du kannst doch nicht telefonieren, ne? Ja, mir fehlt eigentlich nur das Mikro. Das musst du nachrüsten lassen. Das würde ich wirklich machen. Welche für ein Mäusekino? Tank, Heizung, Batterie, irgendwas hier auf Motor. Ja, und wie wär's, wenn du die Schutzfolie abziehst? Ne, noch können wir sie lassen. Aber ein Kleiderhaken. Da kannst du aber nur Kinderjacken hinhängen. Jetzt machen wir erst einmal. Ist das hinter dir Scheibenbespucher? Ja. Das ist ja cool. Kannst du Schwollen reinmachen hier? Ja, wir machen jetzt ein bisschen halbe Luft und dann machen wir ein bisschen auf. Hier unten ist immer gut. Da kommt das an die Fuße. Das hier drehen wir runter. Aber wenn die Scheibe offen ist, macht das wenig Sinn. Machen wir also zu uns ein bisschen. Ja. Let's, baby.